Jo, hi, zurück zu Bioshock. Wir wollen ja immer noch zum Waffenhändler. Mal gucken, was er so anbietet. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Unzufrieden mit dem Lohn? Zum Waffenhändler. Historiker berichten, der Marsführer wollte für seine Kunst kein Geld. Und George Washington wollte das Präsidentenamt nur annehmen, wenn man ihm nur $1 pro Jahr bezahlte. Also, haltet Geld und Beruf stets auseinander. Kriegst du's auf? Mensch, was für dieses habe ich noch nie gesehen. Antidrucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht ein Rambock, um das zu öffnen. Okay, lass es hier reingehen. Hier ist es, Booker. Chen Lin, Waffenschmied. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme. Auch ohne, dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Die Waffenschmiede, okay. Elisabeth rennt immer voraus, ne? Als wäre es hier alles ganz easy. Hab ich zu Hause gelesen? Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Wer? Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Wer weint? Hallo, hallo? Hören Sie das? Unten ist jemand. Okay, gehen wir nochmal runter, oder? What's up? Verzeihen. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Booker, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Okay, let's go. Alter, wer ist er denn? Alter. Hier, Booker. Gut so. Ich weiß nicht, ob wir den so kaputt kriegen.
stellen können. Ich glaube, was finden. Das ist leider alles. Hey, toll. Schaffst du es so wieder. Alter, lass mich mal hier raus. Oh. Mal ganz ehrlich. Den kriegen wir doch nur mit einer Schrote oder sowas kaputt. Das hilft bei dem gar nicht, ne? Danke dir! Ja. Fertig ist. Freunde. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Okay, töten sie bla 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 bla, keine Ahnung, nehme ich mal mit. Okay, wie kommen wir denn jetzt hier? Ich brauche mal ein bisschen was. Okay, hauen wir ab. Brauchen wir Geld? Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job oh, ist Job. Oh, scheiße. Also, Jeremiah Fink hat eine Philosophie. Ist er da rein, ja. Ein Unternehmen ist wie die Arche Noah. Es gibt dort Löwen, die die Ordnung unter den geringeren Tieren aufrechterhalten sollen. Torres, wo steht das Torres? Jetzt müssen wir nur noch einen Mr. Linsen. Ach, da um die Ecke. Nimm mich bitte, Booker. Sie liefern Fleisch, Milch und sie der Goodtime Club, okay. So, hier kann ich wahrscheinlich ganz tolle Sachen kaufen. Weil ich brauche. Okay. Da, der Witz, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund. Und in solchen Zeiten brauche ich so ein... Lass mich erstmal gucken, was es hier so Schönes gibt. Kaliber, Salvengeschütz, alles Juti, Schrotflinte, Präzisionsgewehr. 300, habe ich so viel? Was wollen Sie? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten Pickup-Mann wie Sie. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Salvegeschütz, er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Noch. Feuer
Bitte sehr! Gut. Oh shit. Ist da jemand? Ja, da sind wir eine Menge. Ob ich noch was finde.
voll draufgegangen. Komm, aber was für eine scheiß Munition. Habe ich noch Munition? Okay. Wisst ihr, was habe ich noch? Oh, ich muss immer gucken, wo er steht, da hinten. Alter, macht mich ganz schön fertig. Okay! So, wo ist er denn? Na dann? Okay, das Ding ist kaputt, jetzt fliegt da so ein Ballon rum oder was? Junge, Junge! Qualitätsarbeit! Das muss jetzt mal reichen. Okay, keine Ahnung, wo das Ding rumflattert. Ja. Ich hab Munition! Thank you. Ich gratuliere! Derek! Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Okay, so, wo wollen wir hin? Auf die Bühne. Booker, da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Ja, komm, lass uns trotzdem noch ein bisschen gucken hier. Um nichts zu verschenken. Hier wird Leute weggeballert. Das kriegen wir nicht mehr mit. Okay. Das können wir uns gar nicht leisten. Da können wir reingucken, aber nicht lange. Oh, mehr Geld. Thank you. Okay, gehen wir einfach hindurch, oder? Okay? Hier durch. Die Tür, ist das eine Klamottenkiste? Ja, das ist die Tür. Okay, let's go. Boah, wieso ruckelt das aber mal so? Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, zweifelte ich an deinem Verstand.
Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. 2012, bis ich mich für einen wie dich interessiere. Beim Schwert. So denn! Oh, oh, oh. Ich bringe dich um! Ja, ne, komm. Zelle Nummer 9, gucken wir uns an. Wo steht das? Chen Lin, ja. Unterstrichen sogar. Kannst du das knacken? Ich probier's mal. Logisch. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Geschafft. Okay. Wann essen wir? Hab ich da was gemacht? Mann, ich dachte, wir könnten jetzt hier ganz locker den Typen befreien. Hey, immer am Rumballern. Bisschen mehr schleichen wäre auch cool, ne? Hey! Kannst halt nur alles kaputt machen. Oh, ein Codebuch für eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Geheimcodes? Die Chiffre müsste hier irgendwo sein. Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lin auch herholen? Schütte mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch 3 verhören. Was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Nur noch am Ballern, das ist kacke. Leni? Ich hab Geld gefunden. Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein. Leni hat auch ein kleines Problem, oder? Hallo, hallo? Dem ist kaputt. Okay, war das Zelle 9? Oh, die sind alle nicht so ganz fresh. Slate? Er ist... Du hattest recht. Er ist es war keine Gnade, ihn zu schonen. Er hat einen komischen Hals, wenn ich das so sagen darf. Oder? Er hatte einen komischen Hals. Mom. So, lass mal gucken. Elizabeth. Sieht kinderleicht aus. Klar, wir wollen aber hier Nummer 9 rein eigentlich. So. Okay. Oh, auch kaputt. Das ist natürlich geil. Okay, müsstest du es auch mal aufmachen, bitte? Kein Problem. Hier ist es, oder? Nummer 9, ja. Nummer 9. Bitte. Hoffentlich lebt er noch. Der Witz, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch sie werden merken, dass sich ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Oh Mann, wo ist der? Ganz unten, oder was?
Ah, das sieht nicht gesund aus. Oh, Alter. Okay, Lockpick. Oh, das sieht echt nicht gesund aus und ich habe echt ein bisschen wenig Licht hier. So, also mal sehen, was hier für ein Horrortrip. Alter. Und der lebt nicht mehr, ne? Ja. Ach, zu spät. Verdammt. Hank. Alter. Was hat er gemeint? Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von... Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Langsam wird's Chen Lin. Gott. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. Okay, in let's dieses go. Andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Und? Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Ach, wie willst immer. Du das wirklich? Ich weiß nicht. Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Wildbucke. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Okay, müssen wir zurück. Aber, was geht denn hier ab? Das hört sich irgendwie nach Aufstand an oder so, ne? Okay, komm, abhauen. Okay, sie sind dann eingesperrt. Fox Populi Crime, okay. Okay, komm, wir gehen raus. Wir müssen eigentlich hier raus, oder? Nee, wir gehen nicht raus, da hinten. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass er das... Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die sind irgendwie... Die waren tot. Psycho, hau ab. Abhauen. Booker, sieh mal, sie... haben alle Nasenbluten. Was ist mit ihnen? Sie können wir bitte abhauen? Woran denn? Daran tot zu sein. Können wir gehen? Alter, können wir gehen? Wo will die hin? Okay, zurück zur Werkstatt. So, die sind alle ein bisschen genervt. Was geht hier vor, Sandsmark? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden vorbeikamen und was sie im Keller wollten. Ich soll vor dem Boss schlecht dastehen, was? In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Nun, er sagt, haha, mein Freund, was du tust, ist unbedeutend. Freund, du wirst für dumm verkauft. Oh, der Sprung kriegt mir das nicht. Freund, du bist nichts. Alter, danke. Aber das könnt ihr diesen Weg nicht tun sagen. Sagt, ich bin kein Sklave. Ja. Gut so. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Finger. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ja.
What the fish? Sein, so viel können das doch nicht werden. Alter. Alter, Mann, was ist da los? Ey, was ist mit meinem Controller? Fertig.
Okay, so, das muss jetzt auch mal reichen für diese Session. Weil... Booker, das Plakat. Was ist damit? Dafür ist der Codeschlüssel. Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Die hier scheint's zu sein. Stell sie auf Mitternacht. What? Da soll doch... Ach, nee. Ja, geil ist das. Wie sieht's denn aus mit mehr Salz? Zum Teil. Ching. Was ist bitte das? Salbengeschütz mit dabei, oder was? Wie geil ist das denn? Aber doch jetzt nicht. Obwohl dieses blöde... das blöde Scharfschützengewehr. Könnte ich ja mal dagegen eintauschen. Alter, was ist das, ey? Okay. Gut, aber wie gesagt, mehr in der nächsten Session, okay? Also, bis dann, ey. Ciao.